Heinz Erhard reimt so. Was wäre ein Apfel ohne Sine? Was wären Häute ohne Schleim? Was wären die Vita ohne Mine? Was wären Gedichte ohne Reim? Was wäre das E ohne die Lipse? Was wäre Veränder ohne Lich? Was wäre ein Kragen ohne Schlipse? Und was wäre ich bloß ohne dich? Die Praxisklasse reimt so. Was wär der Tod nur ohne Hölle? Was wär die Hölle nur ohne dich? Dann wär ich ganz alleine, alleine nur für mich. Ich wäre traurig, niemals froh und wünschte mir den Tod dann so. Denn ohne dich bleib ich nicht, nicht ohne Himmel, nicht in der Hölle. Was wär die Sehnsucht ohne Schmerzen? Was wär die Liebe ohne dich? Das wären zwei Seelen ohne Herzen, wie ein Haus ohne Licht. Was wäre ein Flug ohne Gast? Was wäre ein Bahnhof ohne Hast? Was wäre ein Umzug ohne Heim? Es wäre ein Leben ganz allein. Das will ich nicht. Ich will ein Stück von Leben. Leben und von Glück. Ein paar Gedanken zum Schluss. Am Ende des Lebens ist Schluss. Einfahrt in den Himmel. Abpfiff. Eine Endabrechnung wartet nicht. Das Tagebuch ist geschrieben. Und was steht unter dem Strich? Ein gutes Leben in meinem Alltag. Mit und ohne Wiederholtaste. Alles in Endlosschleife und dennoch endgeil. Am Ende des Lebens ist Schluss. Einfahrt in den Endbahnhof. Abpfiff. Die Endabrechnung wartet. Der Endsatz darf geschrieben werden. Was steht unterm Strich? Ein Leben im grauen Alltag. Wiederholtaste. Wochen in Feuer und Hölle. Alles in Endlosschleife. Doch jetzt ist Schluss. Am Ende des Lebens scheint Schluss. Einfahrt in den Ausfahrt. Abpfiff. Die Endabrechnung wartet. Das Endspiel will gespielt werden. Was steht unter dem Strich? Ein Leben am Limit. Am Spielende alles auf Sieg. Wiederholtaste. Nein. Endkampf ohne Ende. Am Ende des Lebens ist Schluss. Einfahrt in den Himmel. Abpfiff. Die Endabrechnung wartet. Der Abschiedsbrief auch. Was steht unterm Strich? Ein Leben in meinen Alltag. Wiederholtaste und Endlosschleife. Wer schreit Stopp?